Pitcock. Och, toll. Ja, warte, das will ich neu starten. Killt mich mal eben. Oder kann ich das so neu starten? Fortsetzen, ne. Na los, macht schon. Ja, los, kommt her. Ja, los, noch ein bisschen hier. Mach hinne. Geht doch. So. Also das Ganze nochmal. Dann mache ich das nämlich per Luftattentat. Wenn das doch geht, dann suche ich mir natürlich hier einen guten Weg raus. Um Luftattentat machen zu können, ne? Aber erstmal gucke ich mal eben gerade, wo die Pissnelke ist. Da vorne, das heißt... Oh, super. Wieso hat der mich denn jetzt schon wieder hier gesehen? Oh, geht doch. Gut, schleichen wir uns mal hier lang. Okay, Pitcairn ist da einfach mittendrin. Wie soll ich den denn per Luftattentat irgendwie hier eliminieren? Zack, nächsten. Gut. Oh, verdammt. Egal, der ist auch gleich weg. Ja, schon wieder da. So, dann wollen wir mal sehen. Das Lager hier ist leer. Das heißt, das hier kann ich nutzen, um hier auf den Baum zu klettern. Ganz am Rande. Und dann, um da runter zu springen? Nee, da lang. Hopp. Jawohl. Kann ich noch weiter hoch? Nee. Wie soll ich den denn per Luftattentat eliminieren? Kann ich vielleicht irgendwie, wo war das noch gleich? Nee, er war das, ne? Ja. Fallen, Geld werfen. Ob Geld werfen da wohl was bringt bei Soldaten? Probiere ich einfach mal aus. Hui! Gut, scheint nichts zu bringen. Ob ich mit Anlauf bis dahin komme? Wenn nicht, bin ich gearscht etwas. Deswegen wechsle ich eben nochmal fix auf die Pistole, um ihn im Notfall da eine von Latz zu ballern. Und dann versuchen wir mal unser Glück, oder auch nicht. Ach so. Gut, das war kein Luftattentat im eigentlichen Sinne. Hoffentlich hat das gezählt, ansonsten bin ich ziemlich stinkig. Mein Pferd. Oh. Warum hast du das getan? Um Adams und Hancock zu schützen und ihre Dienstherren. Du wolltest sie töten. Sie töten? Bist du verrückt? Ich wollte nur verhandeln. Es gab vieles zu besprechen, zu erklären. Dem hast du ein Ende gesetzt. Wenn das die Wahrheit ist, überbringe ich ihnen deine letzten Worte. Sie müssen die Waffen niederlegen. Sie müssen den Krieg beenden. Warum Sie und nicht die Rotröcke? Glaubst du, wir hätten Sie nicht um dasselbe gebeten? Solche Dinge brauchen Zeit. Wir hätten Erfolg gehabt, hätte ich meine Rolle erfüllt. Die Rolle des Puppenspielers. Besser wir halten die Fäden als ein anderer. Nein, es sollte keine Fäden geben. Alle sollten frei sein. Und wir alle sollten in Luftschlössern leben. Du führst deine Klinge wie ein Mann... Aber du redest wie ein Kind. Und deshalb werden noch mehr sterben. Sahan yönerine o tenam da settakwe. Dini o ne yaho tena tam da settakwe. Jo, sehr gut. Damit haben wir das abgeschlossen. Müssen wir noch abhauen? Ja, die Frage ist, war das wirklich halt so geplant? Wollten die jetzt wirklich Frieden stiften? Also ich meine, wenn sie... Haust du nicht ab und hilfst beim Abbau des Lagers? Und tu das nicht noch einmal, hörst du? Gott verdammt!
General Putnam. Ach ja, das ist, gut, so schätze ich. Ja. Aber das ändert nur wenig. Ich gab Befehl zum Rückzug. Wir haben zu viele verloren, zu wenig gewonnen. Wenn die Loyalisten den Hügel wollen, sollen sie ihn haben. Boss ist mein Ding. Das kann nicht stimmen. Sie wollen Washington ermorden. Oh, scheiße. Ja, das will verhindert werden. Soll verhindert werden, muss verhindert werden. Wollen wir mal sehen, dass wir das verhindern. Obwohl eigentlich haben wir Washington ja auch schon mal ermordet, was? Na egal. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich bin gespannt und ich denke mal, wenn es jetzt nicht ganz viel Neues gibt, werde ich die Hauptmission doch fortsetzen. Greifen Sie zu Gewalt. Inzwischen habe ich Johnson und Pitcairn erledigt, ihre Pläne durchkreuzt. George Washington versammelt die Kolonisten und ihr Marsch in die Freiheit wird langsam ernst. Kein Wunder, fürwahr, dass die Templer seinen Tod wollen. Sie wollen dieses Land verwandeln in etwas Kaltes und Geordnetes, in etwas Seelenloses. Und er ist ein Hindernis. Ich muss ihn retten, auf dass sein Traum wahr wird und mein Volk sicher ist. Doch je mehr ich helfe, desto größer ist die Gefahr, entdeckt zu werden. Die Templer wähnen ihre Männer ein Opfer der Revolution. In ihren Augen sind die Assassinen tot und zerschlagen. Keine Bedrohung für sie. Sie erkennen bald die Wahrheit. Und dabei auch mich. Ich muss vorsichtig sein. Wie verläuft die Jagd, Connor? Es gibt Fortschritte, doch ich bezweifle, dass das reicht. Du bist, wo man dich am meisten braucht. Hättest du Charles Lee oder deinen Vater verfolgt? Was wäre dann mit Paul Revere oder den Soldaten in Lexington? Soldaten? Es gab keine Soldaten in diesen Städten. Nur Männer und Frauen, die sich selbst verteidigen mussten. Kämpfst du nicht genau deswegen, um dein Volk zu beschützen? Dein Kampf ist der Kampf der Kolonisten. Hilfst du den einen, hilfst du den anderen. Ermutigende Worte von einem, der diesen Kampf für aussichtslos hielt. Mach dir nichts vor. Das tue ich noch. Und doch erfüllen mich deine Erfolge mit etwas Stolz. Wo sollte ich deinen Anteil daran sehen? Sieh ihn nicht. Und gib den Umhang zurück und die Klingen und die Pfeile und all die Jahre der Ausbildung und das Wissen, das ich dir anvertraute. Gib mir all dies zurück. Dann werden deine Worte vielleicht wahr. Oder gib einfach zu, dass du dich geirrt hast. Ach, Kind, bitte. Du tötest zwei Männer. Einer eher ein Kaufmann als ein Soldat. Da musst du dich mehr anstrengen, wenn du mich beeindrucken willst. Ach, ist das so, alter Mann? Warum gehen wir nicht vor die Tür, hä? Ich würde dir nur zu gern demonstrieren, wie... Connor, das ist Benjamin Talmadge. Sein Vater war einer von uns. Kein Grund für Geheimnisse. Ich glaube, er hat uns etwas zu sagen. Achilles sagte mir, dass du einen Plan zur Ermordung des Commander in Chief entdecktest. Ja, aber ich habe nur falsche Ansätze und Sackgassen gefunden. Nicht mehr, mein Freund. Thomas Hickey ist dein Mann. Ich will dir helfen, ihn zu schnappen. Wie? Ich erklär's dir auf dem Weg. Du und ich ziehen nach New York. New York, nicht schlecht. Ja, eben unten da im, hier links im Haus, hat man schon gesehen, was ich im Menü nachgucken wollte, finden wollte. Und zwar habe ich, Ezios Umhang aus, dem dritten, also aus Brotherhood, freigeschaltet. Mir gekauft, mit diesem Uplay Points. Ich weiß nicht, soll ich den mal anziehen? Eigentlich finde ich diesen hier schon verflucht stylisch. Einen anderen Mal vielleicht. Erstmal werde ich jetzt hier diese Siedlungsmission machen.
um die Siedlung ein bisschen weiter auszubauen und so. Ich bin mal gespannt, was noch hieraus wird. Aus der Siedlung, wie groß die letztendlich wird. Und wie viel sich vor allem verändert. Nicht? So. Ach, ist ja noch ein ganzes Stück. Ach, das sind die. Die kenne ich doch auch. Das sind diese Farmer, die ich gerettet habe, wo der Mann fast getötet worden ist. Ab durchs Maisfeld. Alter Schwede, das ist ja echt am Arsch der Heide hier wieder mal. Aber jetzt sind wir da. Nein, doch noch nicht, weil ich hier festhänge. Jetzt noch hier stylisch über einen Stein springen. Was macht der da? Was wird das? Ach, das ist die. Ich versuche einen Puma zu fangen, der hier umherstreift. Das Biest hat schon zwei meiner Fallen ausgelöst. Es sah aus, als wäre sein Fell weiß. So verrückt ist er. Sein Fell muss den richtigen Leuten ein Vermögen wert sein. So ein Puma habe ich noch nie gesehen. Ich würde dir gerne helfen. Wenn es dir gefällt. Dann versuchen wir mal hier ein paar Fährten zu finden, ein paar Spuren, ne? Nee, oh geil, hier in Deckung gehen. Am Baum. Hä? Oder gibt's dazu keine Spuren? Ha. Huh. Muss ich den so hier irgendwie finden, aber den müsste ich ja eigentlich schon so sehen ansonsten. Oh, redet die ganze Zeit? Hier. Hinweis analysieren. Markierung gefunden. Lecker. Hast du die Fährte schon? Ja. Irgendwo muss hier ja noch was sein. Alter. Kann doch nicht so schwer sein. Ich bleibe einfach mal ein bisschen bei ihr vielleicht. Finde ich dann was? Ah. Kratzen. So. Ah, hier ist noch eine Spur. Kratzspuren. Oha. Ich will gerade noch mal eben hier wechseln. Okay. Hier kann es ja nicht mehr sein. Ah, da hat's gefuttert. Er. Ach, jetzt dürfen wir das Vieh noch verfolgen. Nein! Scheiße, ja, komm. Am Arsch. Mit Norris reden. Oh, 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 oh! Okay, das Vieh ist da rein, oder was? Wie ist das da rein? Ihr kommt wegen meinem neuen Freund, ja? Ich schlug gerade ab und er lief hinein. Zum Glück war ich nicht da drin. Ah. Was meinst du? Der Franzus? Ja, und der eine bin wohl ich. Der da rein muss. Ja, war klar. Sonst wäre es auch zu langweilig, einfach nur draußen zu warten. Ja. Jawohl, ja. Voll ins Gesicht. Und das war jetzt ich.